Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei Amara Epigen und ich spiele mit Pasch passen zu sagen, ich bin der größte Spitz von allen. Ja, das euer stimmt. Sachs. Bei mir ist Herbert, der Mike LP, der Yogi und da habe ich vergessen den letzten Namen. Killer oder sowas. Ja, Sammy. Sammy ist echt. Also mit dabei ist der Sevi, der Herbert, der Kilian alias Hans-Peter Wurst und der maskierte Spieler alias Yugi. Ich bin auch gar nicht mehr maskiert, oder? Doch, bist du. Immer noch. Weil, ja, wenn du den Ghillie-Suit, den Ghillie-Anzug trägst, bist du maskiert. Ach so. So, und ja, wir wollen heute ein kleines illegales Autorennen machen, ja? So, die Regeln sind, es ist alles erlaubt außer Rammen und Abdrängen. Man darf auch nur aussteigen, wenn man sein Auto kaputt gefahren hat zum Reparieren. Oder wenn, ja, wenn die Cops einen abgedrängt haben, das Auto kaputt ist. Oder man die Schlüssel verliert und man kommt nicht mehr raus. Genau. Oder nicht mehr rein. Genau. Okay, das waren eigentlich alle Regeln. Alles klar. Gut, dann wollen wir sagen, verteilen wir uns alle auf unsere Fahrzeuge. Achso, und es ist auch nur der Transit-Van erlaubt. Gut, dann wollen wir uns mal alle auf die Fahrzeuge verteilen. Ziel ist Share nur das Airfield. Man darf Offroad fahren, man darf Straße fahren. So, wir haben aber noch gar nicht gemacht, was man gewinnt, wenn man gewinnt. Das haben wir noch gar nicht ausgemacht. 500.000. Okay. 500! Wow. Ich, hab's ich so bin dafür der Gewinner. Quatsch, der Verlierer gibt jeden 1 Million. Da bin ich auch. Ja, so viel. Vorausgesetzt, man hat 1 Million. Also wenn. Dann wenn hab ich aber nur noch 5 Millionen. Ja, okay, gut. Wir machen das jetzt so, ja. Der Kilian, der gibt jeden 5 Millionen, ja. Beziehungsweise den Gewinner gibt er 5 Millionen. Nein, der Gewinner kriegt von mir 500.000. Wow. Okay, der erste kriegt von Kilian 500.000, der zweite kriegt dann. 2.500 und dritte 1 Million und der dritte kriegt dann ja 1 Million. Klar. Und der dritte kriegt dann $500, alles vom Kilian. Ja, ich bin heute Spender. Ja, ja, normalerweise ist das ja immer der Yugi, aber heute ist es der Kilian. Ich habe auch nicht mehr so viel. Ja, ich habe noch ein paar so Millionen. Gut, seid ihr bereit? Jo. Spiel, Cherno, Airfield, Motoren, Straße fahren, Offroad fahren. Alles erlaubt, außer Abdrängen und Rammen. Gut, dann würde ich mal sagen, 3, 2, 1, go! Nicht abdrängen! Alter! Fein! Ich dachte nicht abdrängen! Ich fahre erstmal falsch. Nein, mein Auto ist schon kaputt. Ja. Wer ist schuld? Wo muss ich lang? Muss ich mal hier auch reparieren. Habe ich auf Seppi geschossen? Es hat irgendjemand geschossen, ja. Scheiße, wahrscheinlich verlesen. Ich hab Scheißstart gemacht. Weil ich nicht letzter sein wollte. Also ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt schon gleich gewinne. Ja, warum steht dann vor mir? Fällt Wasch da los? Ah, kommt drauf, ob jemand wird. Der Grüne ist Herbert. Der Herbert ist der Grüne, der ist vor mir. Ich bin eh schon ausgeschieden, denn bei mir dauert das Reparieren 2 Millionen Jahre. Da waren Cops. Da sind Cops am. Dann gib Gas oder umfahr die. Ja, ja genau. Am Raffinerie sind Cops. Ich sehe sie auf der Map. Ich habe schon 2 vor mir. Jo, hol die gerade. Alter, das Reparieren dauert echt 2 Millionen Jahre, das sollen die echt mal ändern. Wer ist denn da hinter mir? So. Mann, ey, okay, ich hab schon mal verloren, also. Vielleicht nicht, weil die, wenn die machen irgendwie Fehler, dann muss man auch reparieren. Ja, das Problem ist, ich darf ein Auto jetzt nicht kaputt machen, denn ich habe keinen Werkzeugkasten mehr. Ich auch nicht. Ich hab euch ja alle die Werkzeugkästen gegeben. Also ich bin gleich Kontrollpunkt. Ja, okay. Lass mich aber vorher nochmal zu Ende reparieren, ja? Ja. Denn das dauert bei mir 1 Million Jahre.
Wow, ich werd grad über... Fall. Ich werd grad... ich werd... Überfallen? Ich werd grad überfallen. Oh Mann. Guter Tipp, ich würde mich nicht überfallen, denn ich habe minus 60 Dollar dabei. Also, wenn er mich ausraubt, kriegt er nur Schulden. Das ist sehr gut, natürlich. Nein, ich lüge nicht, ich sage die Wahrheit. Ich sage immer die Wahrheit. Außer manchmal. Außer also manchmal. Gebe ich mal so rum, nicht dass du denkst, dass ich den nachher erschießen will. Ey! Wo seid ihr? Ich hab nichts dabei! Aua, das tut weh! Kontrollpunkt vorbei. Ich bin jetzt Elektro. Ah, bin ich nicht mehr ganz so weit hin. Ich auch. Tanke? Boah! Also zu schnell. Okay, Leute, und ich hab schon verloren. Wieso? Jemand wollte dich überfallen. Okay, jetzt kannst du mir meine minus 60 Dollar abnehmen. Und Werkzeugkästen habe ich auch nicht dabei. Also mich zu überfallen, das bringt nichts. Oh, fuck, nein! Und beeile dich bitte, ich muss nämlich weiter. Ach, die Cops sind alle beschäftigt, das ist gut. Wie bitte? Die Cops sind alle beschäftigt. Wo ist diese Kontrollpunkt, Hester? Achso. Das diese... ist ja schön. Aber was willst du? Ich hab gesagt, ich habe nix. Alter, seid ihr weit weg. Oh, was ein Idiot! Was direkt vor mir? Alter, was ist das? In der Stadt ist was los. Oh, in der Stadt sind Bullen. In Elektro sind Bullen. Überall sind Bullen. Fahr da mit 80 dran vorbei. Kann ich jetzt weiterfahren? Ja, ich bin ein bisschen langsamer gefahren, aber gut, dass sie beschäftigt sind. Ey, was soll der Scheiß? Ich hab keinen Werkzeugkasten mehr. Warte, das will ich. Voll, jetzt hat sich das ganze Reparieren nicht gebracht. Alter, wieso leckt bei mir so? Was? Oh, Junge. Oh. Ich hab einen Kopf getötet angeblich. Wie soll ich das gemacht haben? Hast du ihn überfahren? Nee, ich bin an dem vorbeigefahren. Ja, jetzt hast du wegen Mord gesucht. Diesing, Diesing. Was? Ich hab den nicht überfahren, der stand Mord wird links. Mit dem neuen Bußgeldkatalog richtig hart bestraft. Ne? Ja, das war Diesing. Aber wieso leckt bei mir? Ach, ja, Schuss. Leute, ich kann wohl nicht beim Rennen mitmachen. Oh Mann. Haha. Halt deinen Mund, Sebi. Na, der stand immer auf der Straße im Kopf. Das kann doch jetzt nicht sein. Wie sieht denn der Bußgeldkatalog aus? Kennt sich deiner aus? Ja. Was kostet der? Ich muss dich nachschlagen. 250.000, ach du Scheiße. Da weiß ich schon mal kurz einmal nach. Ich muss Auto fahren. Ah. Ich schau gleich nach, wenn ich gewonnen. Das war nur zur Ablenkung. Mord 500.000. Ja, aber ich bin noch nicht Gefängnis. Über den. Ja, das heißt, man braucht die 500.000 gar nicht zahlen. Aber der stand voll weit links. Ich bin an dem vorbeigefahren, ey. Naja. War bestimmt 500.000 plus Gefängnis. Wie lange? Ich glaube, was ist? Ich weiß es gar nicht mehr. Steht alles im Katalog auf der Internetseite. Warte, kann ich dir gleich aber sagen. Fährst du vor mir, Herbert? Ja. Oh, du fährst gerade vor dem Baum, oder? Ey, warte. Du musst mich nur ablenken. Musst du reparieren, oder was? Guck den Bußgeldkatalog und wer ist denn noch? Wer ist jetzt ganz vorne? Ich. Kilian?
Ich bin jetzt am Balota Airfield. Echt schon da? Ja. Ich krieg dich noch. Ja, wahrscheinlich. Okay, ich bin noch in Berenzino. Ich fahr wahrscheinlich gleich wieder irgendwo vor. Wenn wir uns töten. Das ja. Das war ein sehr geiles Autorennen. Für mich schwerer. Ich bin's fett. Vielleicht kommt hier doch die Tanke, oder? Auf der rechten Seite. Ja. Bußgeldkatalog. Das sind 40 Minuten. Nein, zählt er dann pro Restart oder? Wieso muss es bei mir lecken? Mord und Totschlag 250.000 plus. Ich hab verloren, ich kann nicht weiterfahren. So, ich bin der Zweite. Der Dritte. Ich bin der Letzte. Davon standen gerade Bullen, ich bin da vorbeigeheizt. Oh, mein Auto ist am Arsch. Fängt leck. Naja, aber immerhin können die Bullen jetzt nicht sagen, dass ich zu schnell fahre. Ja, ich schaffe nämlich nur noch 25. Ach so, die Strafe gilt die eigentlich immer nur pro Server Restart? Ja. Okay. Ich hoffe, die kriegen mich jetzt nicht. Echt blöd. Ey, hier steht ein Van. Bei den Garagen in Berenzino. Soll ich dich abholen? Nee. Ja, das war jetzt eh verloren. Bist du jetzt schon unterwegs? So. Ich warte eigentlich darauf, dass sie den Heli einpacken oder so. Ach ja. Ich habe Arschkarte gezogen, meine Fresse. Kann ich das eigentlich selber irgendwo einsehen, ob ich irgendwo gesucht werde oder nicht? Ja, packen Sie den Heli aus. An der Kopfbasis, ja. Verhandlungsliste. Ja. So, ich komme denn jetzt auch mal, ne? Endlich. Ich hol dich. Als könntest du Vierter sein, weil ich mein Auto ist am Arsch. So, einmal kurz neu markieren und dann. Wollen wir mal. Da wäre ich fast in den Hocker reingefahren. Ich will mal ganz kurz was ausprobieren. Wenn der Typ da weg ist. Heb ab, dankeschön. So. Kannst du den, glaube ich, nicht liften. Sicher? Wohin? Den Van kannst du, glaube ich, nicht. Was denn das für ein Ding? DLC Heli. War eigentlich auch, als. Mit der Hellcat hat er auch so ein. Du musst noch 9 Kilometer fahren, dann bin ich am Ziel. Also, ich stehe immer noch, man muss sie Wechselkasten kaufen. Wie immer. Der nimmt meinen Wagen auf. Ey! Hast du den, glaube ich, am Haken? Ja, mach mal. Ja, hast du den am Haken? Ja, das geht jetzt mittlerweile doch. In Huron also kann man alles anhaken. Aber nicht loslassen! Ich den noch mit einer Orca am Haken. Ich stell nur irgendwo. Okay, jetzt zu meinem Auto. Willst du ihn verkaufen? Kann ich dir trauen? Er kann ihn nicht verkaufen ohne die Schlüssel. Er muss ihn dann vorher lockpicken. Nee. Also knacken. Ich habe auch schon Autos ohne Schlüssel verkauft im Motor. Echt? Ja. Ja, ich mach's einen Feuerball. Nein! Das alles war cool. Sehr unsanft. Der ist kaputt. Du hast den kaputt gemacht.
Du so, hast lange ihn gerade. Zerstört. Alter, wo komme ich hier nicht hin, wenn ich hier weiter geradeaus fahre? Da fahre ich ja ganz in die falsche Richtung. Du, oder was? Ja, also wo bin ich? Aua. Ich fahre, glaube ich, gerade 1 Million Kilometer in die falsche Richtung. Ja, ich... Du hast, glaube ich, eh verloren. Ja, habe ich auch. Erst reparieren, dann überfallen werden und dann wurde mir das Auto kaputt geschossen. Hast das Auto repariert? Nö, ich musste nach Berenzino zurückkommen, weil ich keinen Werkzeugkasten mehr hatte. Aber jetzt ist es repariert. Ja, jetzt ist es wieder heil. Ich hab's in die Garage gestellt und wieder rausgeholt. So geht's auch. Ich bin dann circa in drei Jahren bei euch. Ich komm dir entgegengeflogen. Ja, mach das mal. Mein Wagen lebt noch. Er hat's überlebt. Ja, du kannst einen Hunter von 200 Metern abschmeißen, denn es juckt den gar nicht. Okay. Wie brauchst du noch, Mike? 8 Kilometer noch. Na, sonst schaffst du nicht. Fahr mal auf eine offene Stelle, wo wenig Wald ist. Das hättest du eher sagen müssen. Ich glaube, Polizei fährt in eine Richtung. Sebi, wo bist du eigentlich? Ich bin in Cherino, also sowas. Wieso weißt du? Da bin ich nicht weit entfernt von euch. Nur hat bei mir gepackt, ein bisschen kurz, und dann bin ich in die Mauer reingefahren. Ich hab nix dabei. Hier so stehen. Ich hab alles verbraucht. Oder machen wir diese vierte und fünfte Platz, bekommt jeweils 100.000. Oder? Dann bekommt ihr mehr als der erste Platz, Sebi. Eigentlich müsste. Ich kann mir das Geld ja nicht selber geben. Das wäre. Echt? Dann machen wir ja 50. Fahr mal. Offene Fläche. Gibt's hier eine? Fahr mal auf den Hügel dort. Da komme ich nicht hin. Nicht? Und jetzt habe ich mich festgefahren. Okay, dann hole ich dich jetzt da raus. Mit meinem Van hier. So. Wie teuer ist der Huron? 4 Mille, 3 Mille, irgendwas. Na, knapp 4 Mille. Okay. Ach, ich dachte, du hast das andere Auto. Ja, der geht nicht so schnell kaputt hier. Was? Was ist los? Willst du mich verarschen? Ich habe wahrscheinlich bei 99% abgebrochen. Nee. Kann man die nicht hucken? Nee. Dann steige ich bei dir so ein. Hä? What the fuck? Mein Auto ist immer noch kaputt, aber ich habe repariert. Ach, komm mal runter hier. Jo, ich muss auf Bäume aufpassen. Bastard. Hier ist eine Straße, da kannst du landen. Ja, aber da ist ein Baum, der macht mir Angst. Ach, der Baum ist kilometerweit weg. Ja, okay. Muss ich nochmal reparieren, weil hier ist so schief. Drück doch X dabei. Ja, warte mal. Oder land auf dem Hügel. Ja, mach ich. Unglaublich, diese fucking Spiele ist. Ja, das ist die Arma 3 Engine. Die ist von Arsch. Ey, du bist gelandet. Flugzeuge gibt's ja auch. Red Bull Air Race. Hab den. Sollen wir eine Runde fliegen? Kann man nicht als Schütze einsteigen? Ich will als Schütze. Ja, komm, wir machen eine Flugstunde hier. Ja, ich hab die Schlüssel für den Huron. Ja, ich bin als Schütze. Toll. Mach alles hier kaputt. Putz! Lol, ich hab nur noch 3 Schuss. Ich hab keinen mehr.
Der weg, oder was? Mal zum Waffenladen. Ich hab den, glaube ich, letztens kaputt geflogen. Zum Waffenladen? 5 Millionen ja, hat aber gekostet, oder was? Vor zum ja. Geldautomat. 5 Millimar platt geflogen. Ich könnte auch noch eine legale Waffe gebrauchen. Wer ist da hinten jetzt angefangen? Komm, Selby, bist du das? Der Kamikaze-Fahrer da hinten? Nein, ich repariere schon wieder. Weil mein Auto ist leicht auf den Baum gefahren und schon wieder war kaputt. Oh, da sind Cops. Wer ist da? Ja. Wieso sind das Cops? Scheiße. Sollst du durchkommen? Hey, ich mach mal ab. Fast auf der Kopf. Ich kann heute überhaupt nicht. Alter, aber. Sind das aber, Cops oder nicht? Also, das Rennen habe ich mir aber ganz ehrlich. Ein Cop ist dabei. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ja, ich auch. Nimm mal. Bin dafür, wir wiederholen das nochmal. Ja, finde ich auch. Du bist echt 5 Meter weit gekommen oder so, ne? Doch nicht mal. Ich kenne ja von dir. Ich bin da gleich nach dem Start gegen einen Baum gefahren. Und ich bin ja fast hinten reingefahren, ich hab's gesehen. Ja, und dann war ich fast fertig mit reparieren, da wurde ich überfallen und der wurde mit Auto zerschossen. Ja, schau mal ins Fahrzeuginventar. Oh, geil. Nehme ich. Kommt ihr da angefahren? Wer ist das? Auch wenn die illegal ist. Das bin ich. Dankeschön. Selby, willst du das? Ja. Ich will kein Fallschirm nehmen. Endlich. Oh, Bullen oder was? Was ist da los? Ich bleib nicht liegen, ich steh wieder auf. Es ist kalt auf Boden. Wo sind wir hier? Flughafen. Warte, der schießt auf sich! Ach so, aber das ist. Das ist Buller, oder was? Ja, ist da unten ein Polizeiauto? Ja, nee, das ist. Weiß ich nicht, nee. Ich hab keine illegale Waffe. Ja. Mein Sound ist wieder lauter, warte mal. Mal sehen, wie teuer ist denn hier Alter, so ein Helikopter? Komm, steig ein. Geh weg! Kannst du fliegen? Ich kann sehr gut fliegen. Kannst du auch landen? Wir können gerne eine Notlandung zwischen dem Ölfeld und der Pro 7 machen. Wer steht da vor mir? Hab ich schon mal gemacht. Okay. Was haltet ihr nochmal von einem kleinen Cut? Meinst du von einem Auto oder was? Ja. Und im nächsten dann. Der wäre ja redet jetzt. Hier. Muss andere okay. Seite kommen. Alter, ich habe hier 8 FPS. So, mehr. Wir machen mal einen ganz kurzen Cut oder was haltet ihr davon? Ja, von mir aus. Jo. Okay, dann wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.